Guten Tag, Frau Dr. Wippler. Guten Tag an alle. Ich freue mich, heute Ihnen ausgewählte Ergebnisse zum Thema ökologische und soziale Transformation darzustellen. Seit dem Jahr 2021 wird in der Bevölkerungsbefragung des GEM erhoben, inwiefern Nachhaltigkeitsziele im Gründungsprozess berücksichtigt werden. Diese Fragen liefern wertvolle Erkenntnisse, welche Bedeutung soziale, ökonomische, aber auch ökologische Aspekte für Gründende und ihr Unternehmen haben. Wenn wir die Gründenden mit etablierten Unternehmen vergleichen, so fällt auf, dass Gründerinnen und Gründer vor allem soziale Aspekte stärker priorisieren. So geben beispielsweise 46% der Gründenden an, im vergangenen Jahr Maßnahmen ergriffen zu haben, um die soziale Wirkung ihres Unternehmens zu maximieren. Nur ca. 35% aller etablierten Unternehmen haben solche Maßnahmen ergriffen. Deutlich fallen die Unterschiede auch bei der Berücksichtigung sozialen Auswirkungen in der Zukunft. 61% der Gründenden berücksichtigen immer die sozialen Auswirkungen bei Zukunftsentscheidungen im Vergleich zu ca. 50% der etablierten Unternehmen. Etwas kleinere Unterschiede zwischen jungen und etablierten Unternehmen sind bei der Berücksichtigung von Umweltaspekten zu erkennen. Bereits über die Hälfte sowohl der jungen als auch der etablierten Unternehmen haben Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen ihres Unternehmens auf die Umwelt zu minimieren. Darüber hinaus berücksichtigen über die Hälfte der Gründenden und über 60% der etablierten Unternehmen immer die Auswirkungen auf die Umwelt, wenn sie Entscheidungen über die Zukunft ihres Unternehmens treffen. Dass Nachhaltigkeitsaspekte zwar bereits eine wichtige, aber nicht immer prioritäre Rolle bei Unternehmensentscheidungen spielen, zeigt das folgende Ergebnis. Weniger als die Hälfte der Gründenden und ca. 37 der etablierten Unternehmen bewerten die soziale und/oder ökologische Auswirkungen ihres Unternehmens als wichtiger als die Rentabilität oder das Wachstum. In dieser Folie sehen wir die Nachhaltigkeitsaspekte in Bezug auf Gründerinnen und Gründer. Insgesamt berücksichtigen mehr als die Hälfte der Gründerinnen und Gründer sowohl soziale als auch ökologische Nachhaltigkeitsaspekte in ihren unternehmerischen Entscheidungen. Wir können aber auch eine Reihe von Unterschieden zwischen den Geschlechtern erkennen, insbesondere wenn es um die Umsetzung der Maßnahmen geht. Beispielsweise haben 55% der Männer Maßnahmen durchgeführt, um die Auswirkungen ihres Unternehmens auf die Umwelt zu reduzieren. 50% der Männer haben auch Schritte unternommen, um die soziale Wirkung ihres Unternehmens zu maximieren. Die entsprechenden Anteile von Frauen sind etwas niedriger. Tatsächlich Priorität haben soziale und ökologische Aspekte allerdings nur bei knapp der Hälfte der Gründerinnen und Gründer. Hier stimmen sogar etwas mehr Frauen als Männer der Aussage zu, dass sie den sozialen oder ökologischen Impact ihres Unternehmens gegenüber Profit und Wachstum priorisieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.